Okay, Herr Hofe zuerst. Also Entfremdungsbegriff, da kann man wirklich viel zu sagen. Ich fasse mich kurz. Ich denke, mit Entfremdung ist gemeint bei Marx die Beobachtung, dass die Selbstbestimmung der Arbeitskraft vernichtet wird durch den strukturellen Erwerbszwang. Ja? Man muss die eigene Arbeitskraft zum Markt tragen und ist der Machtunterlegene in diesem Verhältnis. Kapital kann warten, Arbeit kann nicht warten, weil sie sich ständig irgendwas zu essen beschaffen muss. Selbst erhalten muss. Diese Vernichtung der Selbstbestimmung der Arbeitskraft ist ein der Ausgangsgedanke für die Konflikttheorie. Es ist vollkommen richtig, und das haben Sie schon dargestellt, dass die Leiden und Einschränkungen, die einhergehen mit diesem ständigen Erwerbszwang, zum Teil und in abnehmendem Maße kompensiert werden durch das, was wir sozialstaatliche Leistungen heute nennen und Sicherungen. Das sind aber externe Effekte des Kapitalverhältnisses selbst, die sozusagen zulasten der staatlichen Haushalte gehen. Es ist ja nicht die Begehrlichkeit irgendwelcher Umverteiler, sondern die Notlagen, die zustande kommen durch die Mechanik des Arbeitsmarktes, die zu solchen Leistungen und Ausgaben zwingen. Insofern können wir da auch nicht sehr viel mehr, als wir schon getan haben, abstreichen, weil das einfach die Grundlagen auch der sozialen Integration, des sozialen Friedens sind. Nicht wahr? Das ist aber vom Wachstum abhängig. Wenn das Wachstum nicht mehr funktioniert, dann gibt es auch die Wachstumsrendite nicht mehr, die man für sozialstaatliche Sicherungsleistungen zur Neutralisierung, partiellen Neutralisierung des Entfremdungsverhältnisses verwenden kann. Und das ist, Wachstum ist die Grundlage nicht nur auf der Mikroebene des unternehmerischen Handelns, da muss was positiv bei rauskommen, sondern auf der Makroebene die Grundlage des sozialen Friedens. Wenn Wachstum nicht mehr stattfindet, und es spricht sehr viel dafür, dass es gegen Null gehen wird und eine einmalige historische Epoche, also seit dem Ende des 18. Jahrhunderts gibt es Wirtschaftswachstum, messbares, und vielleicht gibt es das in der Mitte des 21. Jahrhunderts nicht mehr. Und zukünftige Historiker werden sich wundern, weshalb die Menschen damals eine so merkwürdige Ökonomie eingerichtet haben, die auf Wachstum angewiesen ist. Wenn kein Wachstum mehr stattfindet, und sei es auf Pump, und wenn die Innovationen ausbleiben, die Sie eben erwähnt haben, es gibt kein neues Automobil am Horizont, das zugleich Arbeits- und kapitalabsorbierend ist, also eine technische Erfindung, die also über mehrere Jahrzehnte die Weltwirtschaft aufrechterhalten hat, nicht wahr? Dann sind wir in einer Situation, in der das Entfremdungsverhältnis nicht mehr partiell neutralisiert werden kann. Sondern voll zuschlägt. Okay. Ein Weltproletariat entsteht, das eben dem Verwertungszwang der Arbeitskraft nicht mehr genügen kann, sondern rausgeschmissen wird aus dem Prozess. Wir haben noch nie so viel in Deutschland, noch nie so viele Arbeitsverhältnisse gehabt wie gegenwärtig. Aber wir haben noch nie so wenig Stunden gearbeitet wie gegenwärtig. Ja. Das heißt, die Arbeit wird sozusagen wie die Butter auf dem Brot immer dünner gestrichen, um mehr Leute einbeziehen zu können. Hartz IV heißt bei uns das Stichwort dazu, geringfügige Arbeitsverhältnisse und so weiter. Aber die Gesellschaft, den Laden zusammenzuhalten, salopp gesprochen, die Gesellschaft zu integrieren, allen eine, also den Anschein einer Hoffnung und Aussicht zu geben, an diesem System teilnehmen zu können, das gelingt nicht mehr, wenn es kein Wachstum gibt. Und die Frage ist dann, was machen die Leute eigentlich dann? Okay, gut, bitte, Frau Kohn.